Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight. Mit mir, wegen beim letzten Mal waren wir bei der heulenden Klippe. Netter Ort, muss ich zugeben. Und, ja, ihr seht, was wir machen wollen. Also, machen wir das doch einfach. So. Und ja, hiernach gehen wir auch direkt weiter, sag ich mal. Wir müssen nur noch gerade hier alle kleinen Dinger finden, dann können wir auch weiter. Auf jeden Fall hiernach haben wir noch einen Ort, den wir noch nicht erkundet haben, wo ich aber unbedingt mal lang möchte. Da gehen wir dann, ja, wie gesagt, hier nach hin. So. Ja, okay, also eher in der Mitte halten. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Das hier dauert noch ein klein wenig. Kurz mal auf die Karte gucken. Okay. So. Ah, hier sind noch ein paar. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Da fehlt noch irgendwo etwas. Bestimmt nur noch einer oder so. Oder zumindest keine große Anzahl. Schau mal, ob es hier drüben ist. Nö. Nicht hier drüben. Na, wo bist du denn, mein kleiner roter Kreis? Da. Sind das die letzten? Ja. Und wir haben einen wunderschönen Baum. Ödnis. Käfer dem Verstand beraubt. Okay, wir gehen hier lang. Hoch. Hoher. Hoher, genau. Ja. Und jetzt für heute die Grenze des Königreichs. Da wollen wir jetzt hin. Und das möchte ich jetzt ausprobieren. Ja. So. Erstmal noch in die gute Stube. Das habe ich jetzt auch gerade erkannt. Mato? Ah, sei gegrüßt. Ja, ich dachte mir schon. Ich fühlte die Aura eines grimmigen Kriegers nahen. Schon beeindruckt, dass du meine Zuflucht hier auf dem Dach der Welt gefunden hast. Zweifellos hast du auf deiner Suche nach mir viele Prüfungen ertragen und viele Gegner überwunden. Nein, sprich kein Wort. Ich, Nagelmeister Mato, der vom Großmeister der Nagelkunst selbst unterwiesen wurde, nehme dich hiermit als Schüler an. Beginnen wir sofort mit der Lektion.
Verbal Heap. Halte X, um den Nagel, um Energie in den Nagel zu konzentrieren. Lasse los, während du hoch oder runter hältst, um den Wirbelwind auszuführen. Deine Form. Ausgezeichnet. Nun weiß ich, wie mein Meister sich fühlte, als er seine Lehren an uns weitergab. Meine Güte, ich hoffe, du hältst mich nicht für zu dreist, wenn ich sage, dass ich dich als mein Kind betrachte. Ja, als ich sah, wie du meine Nagelkunst ausführtest, spürte ich, wie zwischen uns plötzlich ein familiäres Band entstand. Du ehrst mich über alle Maßen, mein Schüler. Ich danke dir. Nice. Das kann ich auch im Sprung machen. Das ist fett. Das gefällt mir. Jetzt habe ich den Hieb. Wunderbar. Dann steigen wir noch mal hinab. Dann steigen wir doch noch mal hinab. And down and down we go. Zurück in Mistmund. Wo ist meine Freundin hin? Mistmund zu reichen reisen die meisten auf umständlichen Pfaden um die Klippen herum. Heute ist es ein langer Weg, aber zur Blütezeit des Königreichs war es viel einfacher. Es gibt einen alten Pass in den Klippen, der einst einen einfachen Zugang ermöglichte. Die Brücke dorthin ist seit jeher verfallen und außerdem versperrt eine gewaltige Tür den Weg. Allerdings kann ich nicht klagen, denn dadurch kommen hier immer nur sehr wenige Reisende vorbei. Ich würde nicht wollen, dass Horden von Käfern in Mistmund eintrudeln. Ich mag die Ruhe. So. Hallo? Der weiße Ritter kehrt zurück. Lange waren sie getrennt und das Dorf einst warm wurde kalt. Die Maid verspürte Trauer. Sie umklammerte ihren einsamen Panzer. Und plötzlich, als ob ihr tragischer Zustand spürbar war, kam der Retter zurück. Erhobenen Hauptes, strahlend hell, unter strahlenden Hörnern, Augen schwarz verquollen, funkelnd, Augen nur für die Maid, lange vermisst und lange begehrt. Ihr Retter lehnte sich an sie, setzte sich daneben, absolut gelassen. In diesem geladenen und atemlosen Moment mussten keine Worte ausgesprochen werden. Der Panzer der Maid fühlte sich plötzlich so eng an, ihre Klauen gekrümmt, keine Blicke wurden ausgetauscht, keine Klauen berührten sich, einfach perfekt. Schmerzende Liebe in Stille geteilt, zusammen. Oh, weißer Ritter, sei nicht schüchtern, kalt, draußen, Bett ist weich. Ja, let's go. Oh, wie süß. So, ich gehe noch mal ganz kurz hier hin. Ich habe schon alles gekauft. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, weil sich hier ja was verändert hat. So, als nächstes. Ach, du bist noch da. Gehen wir zur Station des Königs.
Hier angekommen, möchte ich nun mich in Richtung Grenze des Königreichs begeben. Weiß nur noch nicht wie. Okay. Nein. Sind wir hier richtig? Ja, sind wir. Au. Okay. Nicht mein bester Kampf. So. Ja, aber ich komme nicht weiter. Gibt es eventuell noch einen anderen Weg dorthin? Wieso? Ah, ich Idiot. Natürlich ist es der falsche Weg, den ich gerade gegangen bin. Ich muss nach oben, verdammt. Nicht diesen halbherzigen Müll. Nach oben. So. Nur, und da ist das Problem, nicht ganz so hoch. Also wieder runter. Jetzt kann ich es. Ich habe die Flügel. Hier möchte ich hin. Muss mich gleich irgendwie auf die rechte Seite. Was heißt irgendwie? Es ist relativ simpel. Wie? Cool. Yep. Was mache ich falsch? Ich verstehe es nicht. Ich habe gedacht, wir hätten's. Anscheinend haben wir es nicht. Und ich weiß nicht wieso. Okay. Okay, anscheinend, also
Uns scheint wohl noch irgendetwas zu fehlen. Irgendetwas. Komm, bringen wir uns mal nach oben. Okay. Hab's immer noch drauf. So. Oh, das wollte ich nicht. Na, verdammt. Ah, blöd. Ja. Wir sind zu tief. Kann im besten passieren. Jetzt möchte ich trotzdem mal schauen. Hier geht's rein. Traumschild. Definiere Traumschild. Defensiver Talisman, einst geführt von einem Stamm, der Träume formen konnte. Beschwört ein Schild, der dem Träger folgt und versucht ihn zu sch. Nice. Ist sich gemerkt. Ist sich gemerkt. Hier waren wir schon. Brauche ich hierfür den Traumschild? Rein zufällig? Oder muss ich. Oh. Ah, Trägerlob ist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Du hast schon 100 Essenz gesammelt. Schnelle Arbeit. Du hast ein Händchen für vieles, nicht wahr? Kein Wunder, dass die Träumer dich in diesem alten Traum vergraben wollten. Vielleicht haben sie Angst vor dir. Oder vielleicht sehnten sie sich nach deiner Gesellschaft, da sie auch Gefangene sind. Wie dem auch sei. Du hast immer noch einen weiten Weg vor dir. Nimm dieses alte Schmuckstück als Ermunterung und kehre zurück, wenn du 200 Essenz gesammelt hast. Siegel von Hylands Nest. 200 Essenz. Hast du draußen diese große Tür gesehen? Mein Stamm hat sie vor langer Zeit verschlossen und verboten, sie zu öffnen. Ach, aber soweit ich weiß, bin ich das einzige lebende Mitglied meines Stammes. Das bedeutet, es muss mir nicht leid tun, ein Tabu zu brechen. Soweit ich meinen Glauben an dich, werde ich die Tür öffnen. Nice. Deine Tür. Da, die Tür ist offen und du kannst die Lichtung dahinter betreten. Hör da drin genau hin, dann kannst du vielleicht die Worte von Käfern hören, die längst fort sind. Du hast also schon 300 Essenz gesammelt. Ja, ich sehe, dass die Träume dieses alten Königreichs beginnen, an dir zu haften. Sehr ermutigend. Du hast meine trostlose Arbeit hier zweifellos interessanter gemacht. Es war nicht besonders spannend, die Hüterin dieses Ortes zu sein. Aber ich sollte mich nicht beschweren, diese Gräber zu pflegen und den Träger anzuleiten. Alles Buße für alte Verbrechen. Gewisse Dinge müssen im Gleichgewicht gehalten werden. Nimm dieses Schmuckstück für deine Bemühungen und kehre mit 500 Essenz zurück. Mach so unermüdlich weiter. Bleiches Erz, wir können wieder zum Schmied. Ah, 500 Essenz, du bist auf dem besten Weg, ein Meister zu werden. Gut gemacht, gut gemacht. Ich habe eine kleine Belohnung für dich. Dieser Talisman aus einer meiner kostbarsten Erinnerungen gepflückt. Wird dich und den Traumnagel näher zusammenbringen. Die Geheimnisse dieses Königreichs werden sich nicht länger vor dir verbergen können. Nimm ihn und kehre zurück, wenn du 700 Essenz gesammelt hast. Mehrere Geschenke erwarten dich. Traumträger. Du hast also schon 700 Essenz. Ich frage mich, ob die Träumer dich bei deiner Arbeit beobachten oder sogar dieser alte König. Dieses Schloss von ihnen. Verzweifelt, aber äußerst gerissen. Ich frage mich, wie lange sie dachten, dass es halten könne. Doch ich verachte sie nicht. Während die Geschichte voranschreitet, stumpfe ich immer mehr gegen ihre Wiederholung ab. Nimm dein Geschenk und sammle weiter Essenz. Sobald du 1000 gesammelt hast, komm zurück und besuche mich. Let's go! Oh, ich hätte viel früher herkommen sollen. Viel, viel früher.
Der Traumnagel hält jetzt 900 Essenz in seinen Kern. Bist du über die vielen versteckten Träume des Königreichs überrascht? Ja, du fängst an, sie zu sehen. Die Verbindung zwischen uns und den Träumen, die wir zurücklassen. Wie Spuren im Staub. Die Zeit ist gekommen zu lernen, wie du mit dir verbundene Orte wieder besuchen kannst. Halte den Traumnagel fest, Träger, und stell dir vor, wie sich ein großes Tor vor dir eröffnet. Traumtor. Halte Y, halt nach unten, während du den Traumnagel benutzt, um dein Traumtor zu öffnen, halt nach oben, während du den Traumnagel benutzt, um zu einem Traumtor zu reisen. Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Der Traumnagel leuchtet hell. Er enthält über 1200 Essenz. Wenn ich hineinsehe, kann ich so viele Erinnerungen sehen, die mich anschauen. So viele, die wollen, dass man sich an sie erinnert. Keiner von uns kann ewig leben. Also bitten wir diejenigen, die uns überleben, sich an uns zu erinnern. Behältst du etwas im Sinn, wird es mit dir weiterleben. Vergisst du es aber, ist es für immer versiegelt und verloren. Das ist der einzige Tod, auf den es ankommt. Ha, so sagt man. Aber genug davon. Nimm dieses Relikt und kehre mit 1500 Essenz zurück zu mir. Geh. Arcanes Ei. Wir haben 1384. Uns fehlen also noch 116, dann haben wir die 1500. Wirbelhieb, mächtiger Hieb. Uns fehlt sogar noch einer. Oh mein Gott, uns fehlt sogar noch einer. Geisterlichtung. Die Käfer auf dieser Lichtung stehen unter meinem Schutz. Behandle sie mit Respekt und du darfst hierbleiben. Doch erhebst du deinen Nagel gegen sie, machst du dir mich zum Feind. Millibug. Kaufe meine Kekse, sie sind unglaublich lecker. Ich würde echt gern. Oh, warte, 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 nein. Wenn ich sie erst alle verkauft habe, kann ich nach Hause gehen. Oh nein. Nimm dich vor deinem eigenen Geist in Acht, kleines Wesen. Ein finsterer Geist ruft dunkle Taten hervor, und meiner war finsterer als die meisten. Caspian. Ich dachte, es wäre aus mit mir, doch stattdessen fand ich diese Lichtung und mit ihr so etwas wie Frieden. Hast du manchmal finstere Gedanken, kleines Wesen? So versteckt, wie sie hinter einem so teilnahmslosen Antlitz wie dem deinen sind, kann ich es nicht erkennen. Dr. Chagax. Früher habe ich anderen geholfen. Man brachte die Kranken und die Sterbenden zu mir. Doch welchen Unterschied hat das gemacht? Jeder Sieg im Kampf gegen den Tod ist nur vorübergehend. Was für ein bedrückender Gedanke. Atra. Hab keine Angst, kleines Wesen. Einst war ich von rasendem Zorn besessen. Doch die friedliche Luft an diesem Ort scheint ihn in Zaum zu halten. Meine Erscheinung braucht dir keine Sorgen zu bereiten. Hier habe ich wahrlich Ruhe gefunden. Ist das... das scheint so ein bisschen so Kickstarter-mäßig. Hey, das sind noch die, die nicht ins Spiel gefunden haben. Vielleicht kann ich hier auch gegen alle kämpfen, wer weiß. Bist du ein Krieger, kleines Wesen? Ein wahrer Krieger ist jemand, der inmitten eines Sturms aufrecht stehen bleiben kann. Halte dich aufrecht, kleiner Krieger. Ich war einst von Macht besessen, doch meine Zeit auf dieser Lichtung hat mich von diesem Bedürfnis befreit. Was für ein Wahnwitz von mir, so etwas Sündhaftes jemals zu begehren. Nick rückwärts. Kinn. Idiot. Mensch. Oh, was haben wir denn hier? Königsidol. Ja, ich bin der King.
Boss! Ich bin von weit hergekommen, um diesen Ort zu erreichen. Mein Panzer mag fremdartig wirken, doch darunter bin ich ein Käfer wie auch du. Bist auch du ein Krieger? Ich sehe deinen Nagel, doch dein Panzer wirkt unterentwickelt. So wie du jetzt bist, wäre es unklug, ein so gefährliches Land wie dieses zu bereisen. Distelwind, Einwanderer. Ich war an vielen Orten und habe viele Dinge getan, doch ich ahne, dass du mich weit übertreffen wirst. Ich habe schon lange damit aufgehört, die Höhlen von Highlands Nest zu bereisen. Und ich vermute, dass sie jetzt noch viel gefährlicher sind als zu meiner Zeit. Doch du wirkst tüchtig und ich bin sicher, dass du zurechtkommen wirst. Viel Glück, die Welt dort draußen ist riesig. Findest du den Anblick einer Motte mit einer Waffe seltsam? Unsere Gattung ist friedlich, doch ich bin nicht der einzige von uns, der zu den Waffen gegriffen hat. Ein anderer wagte sich bis an die Ränder der Welt, in der Hoffnung, eine lang vergessene Wahrheit zu enthüllen. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Hex, wir sehen uns bald wieder, sagte sie, doch das ist schon lange her. Ich frage mich, wo sie wohl hingegangen ist. Gehe und störe jemand anderen. Du bist nicht derjenige, auf den ich warte. Vorsicht, mein Panzer ist mit Säure überzogen und ich möchte nicht, dass du dich verbrennst. Auf diese Art verteidigt meine Gattung sich, obwohl es ziemlich lästig sein kann, wenn man Bekanntschaften schließen möchte. Komm also nicht zu nahe, ich möchte dir nicht wehtun. Grüße mit Abenteurer, brichst du auf in die Welt? Ich würde dich begleiten, doch es ist so lange her, dass ich fürchte, meinen Kopf zu verlieren. Trägt ihr ihren Kopf in der Hand? Ich beneide dich und dass du dieser Welt ohne Angst begegnen kannst. Von deiner Herangehensweise kann ich noch lernen. Beurteile mich nicht nach meinem Aussehen. Auch wenn ich klein bin, trage ich eine schwarze Seele in mir und neige dazu, im Kampf in einen Blutrausch zu geraten. Du hättest ohnehin nicht den Mut, mir die Stirn zu bieten. Oh, wenn ich die Alte an der Haustür sagte, ich soll nicht. Magnus der Starke, alle Probleme im Leben können mit schmetternder Kraft gelöst werden. Nach diesem so einfachen Mantra habe ich immer gelebt. Wenn du nicht zu dürr wärst, würde ich vorschlagen, dass du meinem Beispiel folgst. Vergiss nicht, kleiner Käfer, zerschmettere deine Ängste, zerschmettere deine Probleme, zerschmettere deine Feinde. Molten. Fürchte nicht meine verwesende Gestalt. Auch wenn mein Körper vergeht und sich verändert, bleibe ich im Kern derselbe. Auch wenn mein Körper vergeht und sich verändert, bleibe ich im Kern derselbe. Okay. Perpetus No von Perpetual Noob. Genießt du deine Zeit auf unserer Lichtung? Ich würde dir meinen Rat anbieten, doch da du es bis hierher geschafft hast, scheinst du mit unserer Welt und ihren Gefahren auch gut alleine zurechtzukommen. Für deine Größe bist du sehr beeindruckend. Ich bin selbst auch ein Krieger, obwohl sogar ich nur zögernd Nägel mit dir kreuzen würde. So. Karina. Bewunderst du mein fabelhaftes Muster? Ich bin Teil einer vornehmen Gattung, weißt du, aber ich habe schon lange niemanden wie mich mehr gesehen. Du trägst keinerlei Zeichen von Rang, doch andererseits trägst du auch keine Zeichen eines Niederen. Was bist du? Bitte sag es mir. Bist du ein höheres Wesen oder nur eine weitere niedere Larve? Hundertnagel. Gefallen dir meine Nägel, kleiner Wanderer? Ich trage nur drei. Weit weniger als die Legenden erzählen. Dennoch, einer ist schärfer als der andere und ich bräuchte nur einen, um dich niederzustrecken. Sind meine Nägel nicht wundervoll? Die schimmernden Klingen so scharf und tödlich. Rohack. George Rohack. Wir alle werden immer wieder an die Fehler, die wir begangen haben, erinnert. Lass nicht zu, dass deine Irrtümer dich belasten, sondern mache sie dir als Wegweiser zunutze, um den falschen Weg nicht noch einmal einzuschlagen. Diese Hüllen, die ich um meinen Hals trage, das sind meine hochgeschätzten Freunde. Sie sind immer da, um mir Gesellschaft zu leisten. Und sie sind deutlich bessere Gesprächspartner als die anderen Wunderlinge, die hier hausen. Dich hatte ich? Ja, dich hatte ich. Hatte ich auch? Oh. Jetzt frage ich mich. Ich versichere dir, Wanderer, mein Nagel ist scharf und ich werde mich nicht zurückhalten. Was ist, wenn ich.
Okay. Also ist es tatsächlich ein Fehler. Gut zu wissen. Ich wollte es nur ausprobieren. Was war hier oben nochmal? Hier waren auch noch welche, ne? Die hier habe ich alle. Ja. Ja. Ja, dann habe ich doch alle. Also ist das hier mehr so ein Kickstarter-Ding gewesen. Nehme ich jetzt einfach mal an. So. Jetzt sind wir immer noch nicht an der Grenze des Königreichs angelangt. Ich weiß auch nicht wie. Puh. Puh, puh, puh. Jedoch gibt es wohl hier. Das kommt unerwartet. Tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Wenn du dich verlaufen hast, warum kaufst du nicht einfach meine Karte? Was? Wir sind da? Das kommt fix. Aber okay. Das kommt schräg. So. Kleines Wesen, ich habe es gefunden, das Hirschkäfernest, in dem ich geboren und aufgezogen wurde. Noch bin ich nicht dorthin gegangen. Ich bin verpflichtet, nur an die Orte zu reisen, an die man mich zu reisen bittet. Aber wenn du es selbst sehen möchtest, kann ich dich dorthin bringen. Keiner wird dort sein, um uns willkommen zu heißen, aber das Nest ist dennoch ein unvergesslicher Anblick. Sagen wir Bescheid und wir werden sofort dorthin gehen. Freund, stopp, stopp. Erst die ewige Ruhestätte. Reise kam hierher, um Rituale für die Verstorbenen durchzuführen. Aber heute nicht mehr. Vielleicht führen die Toten jetzt ihre eigenen Rituale durch. Das Hirschkäfernest. Jetzt bin ich auch mal gespannt, Freund. Wieder zurück in meiner alten Heimat. Hier fühle ich, wie mich das Gewicht meines langen Lebens niederdrückt. Doch ich trage es mit Stolz. Wohin ich auch reise, die Erinnerungen an meine Familie und meine Art kommen mit mir. Noch was? Gehe ich drauf? Ne, das war's. Hoffnung. Wow. Das hier ist traurig, Alter. Und auf der Karte bin ich nicht. Verrückt hier. Ein zerbrochenes Ei. Es ist leer. So. Warte, was? Heulende Klippen? Hirschkäfernest? Oh. Okay.
Ja. Ich bin so verwirrt. Ja. Da oben ist ein Hirschkäfernest. Das Hirschkäfernest. So. Hinzu kommt, dass ich. Das. Wozu gehört es? Zum. Das Kolosseum der Narren. Wie komme ich dorthin? Ich bin ein wenig verwirrt. Da hätte man Cornifers Karte kaufen können. Aber die Karte wohin? Ja. Ich bin ein bisschen, ein wenig verwirrt. Naja. Zum Glück kann ich das. Das ist nämlich cool. Gebe ich zu. Grüß dich. Es hat mir zwar jetzt nicht dementsprechend weitergeholfen, aber es hier finde ich schon nicht schlecht. Was ist das hier für ein Hebel? Der Hebel, dass die Tür geöffnet wird oder was? Nichts. Nichts. Wenn ich jetzt hier runter gehe. Ja, hier war die nette Frau mit ihrer Blume. Doch weiß ich immer noch nicht. Mögest du vielleicht erneut die Reisungskraft von Ches großer Liebe auf dich nehmen? Ja. Zierliche Blume. Dann soll dir Che diese neue, heilige, einzigartige Blume geben. Wie Che bereits gesagt hat, wenn man sie trägt, wird sie so kostbar wie das eigene Herz. Falls du wieder verletzt wirst, während du sie trägst oder versuchst, auf diesen holpernden Transportkreaturen zu reiten, wird auch diese zerstört. Wo mein Glauben an dich erschüttert ist, setze ich weiter meine Hoffnung in dich. Doch wohin? Ich gehe davon aus in den Garten der Königin, nur wohin? Wohin? Mein Name ist Edigma, wir sehen uns beim nächsten Video, das heißt Let's Play Hollow Knight. Bis dahin, ciao.